Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1404. Wir sind zurück am Start und wir waren dabei in der letzten Folge eine neue Stadt zu bauen im Orient. Und ich würde sagen, wir quasseln auch nicht lang rum, wir gehen mal direkt rein hier und bauen hier auch direkt weiter, oder? Das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall noch die ganzen Handelsrouten umlenken. Die fahren jetzt ja gerade noch alle zur Zeit zur alten Orientinsel. Und irgendwann müssen sie einfach mal umlenken nach hier. Genau, das sind dann einmal hier die Handelsroute Orient 1 und Orient 2. Das wird noch lustig, weil ich glaube, wenn wir das hier drüben kappen, gibt es erstmal sehr, sehr viel Ärger und auch einen großen Geldverlust. Weswegen wir schauen erstmal, dass wir hier eine kleine Stadt aufbauen, damit die Stadt auch schon mal ordentlich generiert. Dass das nicht allzu sehr wehtut, wenn wir die Stadt da drüben abreißen. Ne? Ihr wisst, wie ich meine. Das kann also sehr, sehr spannend werden. Und ich würde sagen, ne, wir legen mal direkt los hier, indem wir hier nochmal ein paar mehr Häuser setzen. Weil das kann natürlich letztendlich nicht schaden. Das machen wir so. Machen wir so. So und so gerne wieder. Ressourcentechnisch. Ja, okay, alles klar. Haben wir nichts mehr an Stein. Läuft bei uns. Moment, das lässt sich aber alles gleich lösen. Lass uns aber erstmal alle hier verbinden. Hast du Stein dabei? Hast du nicht. Ärgerlich. Wo ist unser Flaggschiff? Ist doch bestimmt irgendwo hingefahren, um Stein zu holen, oder? Oder täusche. Ah, hier bist du. Kannst auch hier Stein holen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Rüber hier. Und du gönnst ja auch nochmal Stein von hier, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwo ein Schiff übrig? Du vielleicht. Also was Waren am Hin und Her transportieren, ne? Vor allen Dingen, Stein haben wir jetzt hier nicht wirklich. Du kannst nochmal die KIs abfahren, komm. Wir brauchen unten wesentlich mehr Stein, weil ich möchte natürlich jetzt hier gerne noch mit Steinstraßen eigentlich weiterbauen. Aber anscheinend werden es erstmal Feldwege wieder. Ja, moin. So, zack. Machen wir hier wieder eine Wand und auch ein Tor hin. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ach ja, ach, moin. Erstmal hier auch nochmal Feuer und auch vor allen Dingen keine Werkzeuge mehr, habe ich gerade gesehen. Kaufen wir denn schon fleißig eine? Haben wir das eingerichtet? Nein, machen wir aber mal wieder. Hast du genug Mut, das hier zu erledigen? Ich sag mal so, die Aufgabe können wir erledigen. Was kriegen wir dafür? Oh, ich glaube, das ist gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist gut. Guck mal zurück. Du hast einen Job zu erledigen, mein Freund. Das machen wir auf jeden Fall. So, ich hatte mir übrigens überlegt, jetzt zwischen den beiden Sessions jetzt hier, dass wir Giovanni langsam aber sicher ausschalten werden. Das heißt, wir werden seine großen Inseln angreifen, erstmal bevor wir auf seine Hauptinsel gehen. Sprich, wir kümmern uns erstmal um diese, diese und diese. Nicht um diese jetzt hier unbedingt, weil die sind viel zu klein. Das finde ich dann auch ein bisschen papalapap. Aber so, dass wir den Zeus, bin gerade gegen das Mikro gekommen. So, dass wir hier den langsam aber sicher ausbluten lassen, ja? Nochmal so richtig rauszögern, damit wir nochmal die ordentlichen neuen Truppen hier einsetzen können. Sprich halt, ne, Kanonen, orientalische Heerlager, plus auch nochmal diese Maueruntergräber. Wobei wir die auch nur einsetzen können auf der Hauptinsel, wo Mauern überhaupt auch sind. Aber ihr wisst, wie ich meine. So. Ihr habt alle einen Job zu erfüllen, das ist wunderbar. Ist wieder da, was war das? 10 Tonnen Brot. Sollte hier sein. Der Rest, der sollte hier drüben zu finden sein. Zack. Kommen wir lieber nochmal schnell rein. Ah, es sieht sehr gut aus. Nice. Meine Flotte ist unermüdlich daran, Waren aus der Heimat hierher zu transportieren. Bist du da? Wunderbar. Gönn dir nochmal Stein von hier oben, bitte. Ah, du bist schon da, ne? Ah. Stein ist echt ein Problem. Das ist unglaublich. Das nehmen wir auch einfach mal mit, komm. Fahr du mal nach hier. Hier gibt es ordentlich Stein. Oh, nee. Oh, das übergreift bestimmt gleich wieder zu den anderen Gebäuden und dann brennt das hier wirklich lichterloh wieder. Ich spüre das doch schon. Oh, bitte einfach nicht machen. Das kann und will ich mir nicht leisten, ja. Bauen wir ja erstmal auch ganz normal Feldwege weiter. Wie machen wir das? Feuerwehr, komm mal her. Hier nochmal eine neue, würde ich sagen. Ein Rohstoffvorkommen ist fast. Warte, machen wir so.
Jetzt möchte ich hier nichts mehr hören, Jo. Hoffentlich. So, so. Und hier können wir einmal mal abreißen wieder. Wunderbar. Also ich hoffe, das passt jetzt. Hier einmal bitte wieder auffüllen. Besser ist es. Dafür ist gerade ein bisschen Geld da. Orientschiff, die Aufgabe würde ich sagen, machen wir mal kurz manuell einmal. Das sind 15 Milch, genau, 15 Datteln jetzt. Aber komische Anzahl hier, Mensch. Ja, moin, nimm einfach mal alles mit. Ist okay. So. Und so, wir machen das natürlich ganz ordentlich. Er kriegt auch nur genau das, was er auch haben will. Nicht mehr und auch nicht weniger. Let's go. Die Aufgabe ist schon mal erledigt. Hier wird auch Stein produziert. Na, nicht wirklich. Aber Holz sollte hier produziert werden eigentlich, ne? Wird Holz für irgendwas gebraucht hier? Die Details bleiben besser unter uns. Ja, die Köhlerei braucht das, aber die Köhlerei sammelt das doch selber, bin ich blöd. Ja. Hey! Hier ist ja kein Holz auf der Insel, das wundert mich ein bisschen. Ich dachte, wir haben da ja extra ein bisschen Holz angebaut, damit da ja die ganze Zeit produziert wird. Na gut, kein Problem. Nichts, was sich auch nicht lösen lässt. Ihr wisst, wie es läuft. Zack. Zack. Sollte hoffentlich jetzt ausreichen. Machen wir gern. Oh gut, aufrüsten ist ja auch nicht möglich. Ja, moin. Ist okay. Verstanden. Okay. Du fährst immer noch rüber. Wo ist unser anderes Schiff? Hier. Hast wieder Sachen geholt. Ich bin stolz auf dich. Auch direkt wieder wunderbar bauen. Da kriegen wir auch ein paar Hämmer. Wenn das weiter nichts ist, womit ein paar mehr hätten es sein können, aber ich bin nicht so, du. Ne, ist okay. Hätte mehr sein können, aber ich nehme es trotzdem. Wunderbar. Ja, 100 Steine sieht erstmal viel aus, aber dann ist das immer so schnell wieder weg. So. Schön in der Felsenwand drin. Hier kommt keiner mehr rein. Nicht mehr so einfach auf jeden Fall. Aber das kostet jetzt aber schon viel Stein, ne? Vielleicht sollten wir das noch nicht machen. Okay. Statt erweitern ist das schon möglich. Datteln gehen auf jeden Fall hoch, als gibt es nichts, als gibt es keinen Morgen mehr. Da können wir auf jeden Fall noch gönnen. Meine Männer, oh. Dann müsst ihr dafür bezahlen. Oh, Raubritter können wir eventuell holen und den auch. Das ist dann, ich glaube, ich ganz cool, ne? Die Truppen hätte ich gerne. Da bin ich nicht so. Kein Bauvorhaben, das ihr nicht. Hier holen wir auch nochmal dazu, komm. Ein paar Söldner. Habe ich mal gehört, können nicht schaden. Warte mal, baut da dann. Ne, machen wir so. Boah, habe ich jetzt hier gerade einen Fehler gemacht? Warte mal. Erstmal. Zala. Was mache ich denn hier? So, erstmal das alles weg. Oh. Hast du diese Sache erledigt? Yes. 73 Tonnen Gold einfach mal. Ich kenne jetzt eure Methoden. Oh. Das ist jetzt unerfreulich, ehrlich gesagt. Solange er keinen Krieg anfängt, alles super. Wir haben ja jetzt in der letzten Session jetzt erfolgreich einmal mit dem Frieden geschlossen. Und ich dachte auch, das sollte erstmal so bleiben. Ich weiß nicht, was ich mit dem Gold anfangen soll jetzt gerade, außer den verkaufen. Ganz ehrlich, und ich will auch gerne wissen, wie viel Geld das gibt. Verkauf den mal. Ne? Einfach mal nachschauen. Wir haben auch noch ein bisschen Stein, ne? Ach, weißt du was? Dann gönnen wir uns das Tor jetzt schon. Was wir haben, haben wir. Oh. Aber nee, warte. Das muss schon mal ordentlich gemacht werden. Wobei, kostet das Einheiten? Ja, guck mal. Zwei Mauer, zwei Schild seht ihr da. Da kann ich weniger Truppen am Ende herstellen. Na, wollen wir nicht. Ja, dann, aber eine Lücke lassen ist auch blöd, oder? Na, wir lassen es so. Ich glaube, ist okay. Ja, ist okay. Na komm, lassen wir einfach so. So, Stadt würde ich gerne auf jeden Fall hier hin ausbreiten. Dann sind ja, wie gesagt, genug am Start. Milch ist jetzt und auch Teppiche sind jetzt eher so eine Kleinigkeit. Die brauchen wir jetzt nicht krampfhaft. Wir müssen uns da jetzt auch nicht krampfhaft drum kümmern erstmal. So. Ja, dass die Wege nicht abgerissen werden, wenn du hier jemanden besiegst. Das ist ein bisschen nervig. Aber ist okay. Wir kriegen das Geld ja theoretisch auch zurück. Also naja. Meckern auch auf hohem Niveau. Das ist alles eigentlich in Ordnung. Haben wir das hier. Erstmal gönnen wir den hier eine Straße, bevor Ärger gibt.
einer ihrer Betriebe stellt keine Ware. Eine Moschee? War ein bisschen früh, oder? Oder wollen wir da die große hinbauen? Wobei ich hier wieder sagen muss, ich weiß nicht, wie groß die ist. Ich weiß nicht, wie groß die ist. Wie viel brauchen wir nochmal? 1740. Wir sind schon nah dran, ne? Warte mal. Ja, guck mal, dann lassen wir noch mal ein paar Leute aufwerten. Und dann haben wir das Ding doch. Dann kann ich das da drüben doch schon mal bauen. Okay, ich gönne mal ein Handelsschiff, komm. Meine Flotte ist was sein muss, muss sein. Bedeutend, verglichen mit der des ehrenwerten Sultans. Das, was er sagt. Du kannst auf jeden Fall wieder neuen Stuff holen. Erstmal von hier. Du bist schon da, perfekt. Jetzt kannst du mal abliefern. Ich bin ein bisschen geschockt, dass ich hier kein Holz habe auf der Insel. Produziere ich das hier nicht? Nicht mehr, ne? Also generell, ich glaube, man kann sagen, auf jeder Insel sollte man mindestens so einen Holzfäller haben. Ja, hier haben wir doch wieder. Weil der das verbraucht oder was, ne? Weil der das Holz sich einfach holt, statt es selber zu produzieren, oder sehe ich das falsch? Naja. Du kommst auf jeden Fall erstmal zurück. Wobei, auf dem Weg kannst du einmal hier Hämmer abliefern. Die brauchen wir zum Aufwerten. Nein, das geht das ja hier nicht. Ja, ja moin. Ist okay. Ich habe schon verstanden, Spiel. Was artet das denn hier immer so aus? Das ist voll krass. Ja. Bin ich übrigens jetzt nicht der größte Freund von, weil wir haben hier tatsächlich mal sehr, sehr, sehr viel Feuer. Das ist schon unnormal. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Bauen wir kurz hin dafür. Feuer eskaliert hier mal ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack, aber gut. So, kurz mal Rohstoffe abchecken. Oh, Most ist ein Problem. Kleidung geht auch gut runter. Darauf würde ich noch nicht so viel geben. Okay, Kleidung und Most. Tatsächlich, ja. Na toll. Aber, ach, guck mal, Most ist doch voll gebaut, Junge. Was sollte das jetzt? Das ist jetzt aber sehr ungünstig. Boah. Ja, also Platz ist gerade ein kleines Problem, hätte ich nicht gedacht. Brauche ich nochmal tatsächlich jetzt eine neue Insel für Most? Ist es soweit? Hier ist genug... Warte mal, wie viel Most ist hier? Most ist auch voll. Tut hier irgendjemand seinen Job nicht? Also irgendein Schiff. Übrigens weiß ich gar nicht, was ich mit dir machen soll. Warte mal, ganz schnell mal schauen. Salz, Fleisch, Feuer. Da. Einer ihrer Betriebe stellt. Reicht ein Schiff nicht mehr, ist die Frage. Ganz, weißt du was, komm. Wir hauen zwei Handelsschiffe da jetzt rein. Der Fluss, der muss die ganze Zeit stetig dabei bleiben. Anscheinend ist die Insel zu weit weg. Weil, guck, wenn das jetzt schon wieder voll ist. Weiß nicht, da möchte ich gerne Nummer 2 haben. Irgendwie fühle ich mich damit wohler. Außerdem können wir uns das tatsächlich einfach gerade gut leisten. Warum dann nicht machen? So, danke und wieder weg. Okay, dann, genau. Könnt ihr kurz einmal bitte aufwerten? Nicht viele, nur 1740 wollen wir haben. Das spulen wir kurz auch mal vor. Geht auch relativ schnell, wie ihr gerade unten links sehen könnt. 25, ja. So, das meine ich. Und jetzt wieder. In eurer Siedlung ist der Fortschritt zu Hause. Ja, der Fortschritt wohnt bei uns auf jeden Fall. In der Tat. Dann lass mal hier wieder was mitwachsen. So, runter. Da holen wir uns auch mal wieder ein paar Musikfliesen. So, neues Gebäude freigeschaltet. Da ist die Sultansmoschee. Fundament. Ach, 50.000, ey. So, nochmal so teuer hier. Aber gut zu wissen, die würde hier so perfekt, fast perfekt reinpassen. Warte mal, lass mal schauen. So würde das auch gehen. So vielleicht. Ich habe schon ein paar Ideen auf jeden Fall. Warte mal. War das gerade sinnlos? Warte mal, warte mal. Nee, alles gut. Kann man ja schon mal so ungefähr vielleicht einschätzen jetzt. Wenn wir sagen, wir bauen das so. Wie groß ist die Statue? Warte. Ja, speichere mal kurz ab. Spiel gesichert.
Das ist 2x2. Da kann ich gerade voll nicht gut erkennen. Ne, sieht nach 2x2 aus, der Brunnen. 2x2. Mhm. So. So ist, glaube ich, so würde ich, glaube ich, gut finden. Das heißt, oh Gott, wie soll ich denn das jetzt... Okay, das muss ich mir jetzt irgendwie abstecken, aber... Salam alaikum. Ja, danke. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oh, ist weg. Oh, das ist jetzt eine gute Frage, Mensch. Wie kann ich das jetzt abstecken? Ich auf jeden Fall schon mal so einen Weg hier hochbauen. So. Ah, perfekt. Okay, dann mal einmal eine zu. Also noch ein höher und dann zu. So, und dann hier zack. Ne, dann muss er ab und zu mal abgesteckt werden, der Platz. Da geht ja gar nicht anders. Dann. Uns werdet ihr so schnell nicht mehr los. Das sage ich euch. Ah! Ich habe gerade Wichtigeres. Oh, nö. Sicherheit. Die Farbe, sie ist in Gefahr. Jetzt müssen wir aber mal hier schnell handeln. Wo sind unsere Truppen? Da. Bereit? Und das sind natürlich nicht viele Truppen, aber es sind ein paar. Ist es ausreichend? Das ist das Wichtigste. Außerdem ist hier nur ein Lager gerade, oder? Ist nur ein Lager wieder. Ganz nach meinem Geschmack. So, dann kurz mal schauen. Wir haben Sachen zu verkaufen. Bitte was? Ganz ehrlich, für 2920 behalten wir den Stuff. Ich ganz ehrlich zu euch. Komm, einfach zurück. Liefer das mal hier ab. Ich glaube, ich habe mich gerade verguckt. Sag mal, das gibt ja gar nichts. Ich dachte, ich mache richtig den Reibach jetzt. Oh, anscheinend nicht. Anscheinend werde ich über den Tisch gezogen hier. Ist schon okay, Spiel. Es ist anders geworden, seit wir hier sind. Aber es ist gut. Die hier in dieser Stadt wohnen, meine Damen und Herren, ihr wohnt hier richtig gut, ja? Euch geht's, sollte es richtig Bombe hier gehen. Ihr werdet gerade richtig hart bevorzugt, Mensch. Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Ah, guck mal, perfekt. Wunderbar. Das heißt, wir haben dann schon mal hier die Grundfläche. Zack, da kommt die Sultansmoschee rein. Das sieht auch noch echt gut vom Platz her aus alles. Wunderbar. Und drumherum entstehen auch auf jeden Fall mehr Häuser. Aber gleich muss ich ein bisschen wegen den Datteln gucken. Da haben wir ordentlich ausgegeben. Eine Moschee nochmal. Ich weiß nicht, Sultansmoschee wird wahrscheinlich auch die Bedürfnisse, ich sag mal, abdecken. Aber... Boah. Ich weiß nicht, ob wir das hinbauen sollten. Ich weiß es gerade noch nicht. Wollen wir erstmal hier... Und wir brauchen hier unten einmal Schwerter, bitte. Der kann mal auch noch Schwerter irgendwie, oder? Du verkaufst wieder Sachen, bitte. Geld ist gerade ein bisschen tatsächlich weggegangen und wir brauchen 50k tatsächlich. Weil ich würde jetzt... Ich glaube, ich würde mit der Moschee anfangen. Die Kathedrale ist doch egal. Wir fangen mit der Moschee an, weil wir jetzt gerade sowieso schon hier so fleißig am Bauen sind. Und wenn wir das hier schon mal haben, ist doch schon mal ganz cool, glaube ich. Ja, guck mal. Sieht doch noch alles wunderbar aus. Bis auf natürlich Milch und Teppiche. Das müssen wir dann noch importieren. Oder die Routen halt komplett einmal kippen. Aber ich finde es interessant, wir bauen da so viele Häuser, aber geldtechnisch geht runter. Dafür, dass wir gefühlt mehr eigentlich an Häusern gebaut haben, als an Ausgaben. Also gefühlt halt, aber naja. Da oben sind ein paar Häuser verbrannt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ah. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Ja, immer nur alles an Problem hier. So, warte mal. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Runter. Komm. Haben wir noch dann mit Schiff. Wir gönnen uns jetzt richtig. Der Seil hat das ordentlich gekostet. Leitung und so sieht wunderbar aus. Das hat sich anscheinend auch gefangen. Wir gönnen mal ein bisschen Salz zum Anfang. Ne? Wer kennt denn nicht das gute Goldfurter Salz? Ne? Das ist weltweit bekannt. Okay, Wein, glaube ich, hatte ich gerade eben einmal rübergeschielt. Ich glaube, das war gerade so, ne? Ja, Brillen auch gerade so. Wobei die Produktion echt teuer war, irgendwie aufzubauen da. Aber alles andere läuft perfekt. Oh, haben wir genug, um ein paar Bürger zu gönnen? Ich glaube ja, ne? Komm, wir geben mal ein bisschen was aus, dann kriegen wir ein bisschen Geld wieder rein, denke ich.
Werdet mal bitte zu Bürgern. Rohstoff und so sind da. Kann man mal machen dann. Was euer Herr? So, ein bisschen Salz für dich. Ja, nur 1000 Münzen ist auch frech eigentlich, ne? Naja. Okay, Datteln reichen anscheinend immer noch aus, was ich faszinierend und gut gleichzeitig finde. Neues Handschiff wird gebaut, because we need it. Eine Produktion kommt zu. So. Kann ich hierbei auf euch zählen? Versenken Sie das? Nö. Diese Staatsangelegenheit sollte ich bin irgendwie noch tatsächlich so irgendwie komplett geschockt davon, wie wenig Gold ehrlich gesagt gibt. Ich möchte jetzt keine Aufgaben mehr für euch machen. Der Zug ist abgefahren. Aber ihr müsst doch auch zugeben, oder? Dass ihr da doch auch mit wesentlich mehr gerechnet habt. Ich auf jeden Fall. Ist okay, können wir mitnehmen. Oh, wir nehmen ein paar Kanonen mit. Was soll's? Komm. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oh, nochmal ein bisschen Schwert darunter, dann baue ich hier unten tatsächlich eine orientalische Festung. Können wir die jetzt auch eigentlich ehrlich gesagt einmal abreißen, weil wie viel Unterhalt kostet das? 50, ja, die brauchen wir nicht zweimal bezahlen. Die denken sich gerade so, jo, warum reißen der jetzt hier eigentlich gerade die orientalische Festung ab? Was ist mit denen falsch? Ja, wenn sie wüssten, dass sie alle demnächst da nicht mehr wohnen können. Da tut mir natürlich auch jetzt schon in der Seele weh, aber was willst du machen halt, ne? Eine Produktion habe ich genug, perfekt. Würde ich sagen, die bauen wir hier oben schön in die Ecke, oder? So. Lassen wir uns jetzt mal nicht lumpen. Ja, können wir mal reinsetzen, denke ich. Hatte man hier nicht auch noch so Palmen oder so? Genau, das meine ich. Ich glaube, du kannst auch theoretisch mehr Produkte vor allen Dingen. Mehr Spezial, also kleine Deko-Objekte. Deko-Objekte ist das Wort, was ich suche. Ich glaube, du kannst die Deko-Objekte auch noch freischalten mit diesen ganzen Ingame-Punkten, die wir ab und zu mal bekommen für irgendwelche Errungenschaften. Haben wir natürlich jetzt hier nicht, aber gut. Aber gut. Warte, mit dir möchte ich dann doch ein bisschen was anderes. Du kommst tatsächlich mit in die Stadt rein, aber hier, bitte. Und hier würde ich dann die Stadt einmal beenden, sodass hier dann noch eine Mauer kommen kann. Warte, schauen wir mal. Oh, das funktioniert aber noch. Oh, gut ist. Wunderbar. Machen wir hier einmal dicht. So. Passt das? Natürlich nicht. Ach, Manno. Warum war das klar? Na, egal. Komm, daraus zaubern wir trotzdem noch irgendwas hier. Sag mal. Das geht aber auch komplett gar nicht irgendwie, ne? Warte mal. Ja, dann müssen wir so machen. Ich hab schon eine Idee, aber... Wobei mit der... Warte mal. Nee. Und drei Abstände werden ganz cool. Jetzt geht's nämlich richtig hier ins Verfeinern. Ah, guck mal, geht auch sogar perfekt auf. Wunderbar. Kann ich jetzt hier Palmen pflanzen? Bestimmt. Geht nicht, weil der Boden nicht grün genug ist, ne? Nee, hä? Doch, ja. Nein, doch. Oh. Aber dafür jetzt extra eine Noria platzieren, wäre doch zu... Wäre das too much? Ich weiß es nicht. Warte mal. Das hemden wir auch noch. Finde ich jetzt aber auch nicht verkehrt. Nicht sogar, finde ich sogar ganz gut. Kann man lassen. So, das ist wunderbar. Oh. Die Hafenmeisterei brauche ich theoretisch gar nicht, ne? Aber ich würde die halt gern komplett dicht machen einmal. Ja. Lass doch Folgendes machen. Warte. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Sorgen, nichts als Sorgen. Ich kann nachts schon nicht mehr. Kann ich jetzt hier eine Mauer theoretisch ziehen, wenn ich möchte? Ach, der Klassiker. Natürlich nicht. Kann ich jetzt hier ein bisschen tricksen? Geht das jetzt? Das kann nicht wahr sein. Gerade so nicht, oder was? Oh, ja, dann lass halt das Dings hier kommen. Drauf geballert. So, dann hier einmal eine Hafenmeisterei, bitte.
Und vollständigkeitshalber bauen wir auch noch ein bisschen was aus, damit das hier nicht nur so leer und so seelenlos aussieht, sage ich mal. Ich weiß natürlich, das kostet jetzt nochmal extra Unterhalt, den wir uns sparen können, aber ganz im Ernst, so dramatisch ist das jetzt auch nicht. Nee, warte, gefällt mir doch nicht. Kostet sowas übrigens auch wieder irgendwie, Schwerter wahrscheinlich schon, also ein Schild. Ja, ein Schild kostet das. Lass mir den Hafen jetzt so. Ah. Dann können wir hier einmal, ich glaube, hier hatten wir einen Weg. Ja, toll. Geht nur bis hier, weil ein kleiner Fitzel ist. Aber kein Problem, machen wir einfach so. Sieht ja keiner. So, da ist eine Wüste, da ist ja eh egal. Ich würde sagen, das kann sich schon mal sehen lassen, oder?